Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, es gibt wieder ein paar neue Sachen bei mir auf der Anlage. Ein paar Güterwagen und ein paar Automodelle. Nicht viel, da Xavier ja auch Gebrauchtwagen verkauft. Gebrauchtwaren, also von Sammlungsauflösungen oder Sachen, die Leute bei ihm abgeben zum Verkauf. Somit bekam ich dann heute drei neue alte Teleskophaubenwagen und einen zweiachsigen Selbstentladewagen der CFL alles zusammen. Das erste Mal seit langem, dass ein CFL, wieder neue CFL-Wagen zu mir auf die Anlage kommen, und somit wird mein Luxemburger Schiemenszug ein bisschen länger nochmal. Dann, nebenbei gibt es ein paar neue Fahrzeuge und all das zeige ich euch nach dem Intro. Ja, somit fange ich erstmal an. Ihr kennt ja meine Ford Ranger. Hier den schönen schwarzen mit dem schwarzen Pferdeanhänger. Als ich dann heute bei Xavier war, habe ich etwas entdeckt, um diesen noch etwas aufzuhübschen, und zwar den hier. Den Pferdeanhänger etwas schöner, ein bisschen dekorierter und mit Pferdemotiv auf der Seite. Ja. Und den werde ich nun anstelle von dem schwarzen hängen. Anstelle von dem hier. Genau. Und das sieht dann nachher viel, viel besser aus. So, jetzt kann sich das Gefährt sehen lassen. Auf jeden Fall sieht das so alles sehr viel besser aus. Mit dem neuen Anhänger. Und den schwarzen hier, den werde ich dann irgendwann mal irgendwo anders einsetzen oder eben neu lackieren. Das stellt sich dann noch heraus. Genau. Das war das erste Neue. Und ja, da bleibt nichts weiteres dazu zu sagen. Ihr erinnert euch sicherlich auch an den blauen Focus RS von Minichamps. Und ich habe zwei weitere bekommen, ebenfalls von Minichamps. Einmal den RS in Orange und einmal in Weiß. Ich muss mir mal so eine Drehbühne, irgendwie sowas, besorgen, um die Autos zu präsentieren. Ich habe noch keine gefunden, aber wenn jemand von euch weiß, wo man so eine Modelldrehbühne herbekommt, wo man solche Modelle präsentieren kann, ich würde mich freuen. Ja, genau. Und neben den beiden Focus-Modellen gibt es natürlich auch was nicht von Ford ist, und zwar einen Mercedes G500. Ja, ebenfalls von Minichamps. Ein sehr schönes Modell, sehr gelungen. Schöne dunkelblaue Farbe. Sehr schönes Modell. Ja, ihr wisst ja, dass ich sehr begeistert bin mittlerweile von diesen Minichamps H0 Modellen. Und ja, das bestätigt sich bei jedem neuen Modell, das ich von denen bekomme. Ja, diesen Bus will ich euch auch noch vorstellen. Das ist eine Neuheit von Rize. Ein Solaris Urbino Electric der Firma Salles-Lenz aus Bacharach, Luxemburg. So wie es auch in der Zielanzeige steht, da ist das ist der Ort, wo diese Firma ansässig ist. Sorry. Die Artikel zu diesem Bus, die Artikelnummer blende ich euch oben ein. Und ja, wie vorhin bei den Autos auch. Und ich muss sagen, Rize macht es mittlerweile immer schlimmer. So wie es jetzt hier aussieht auf dem Bild, kann man es nicht wirklich erkennen. Ich versuche jetzt mal, euch mein Problem zu zeigen. Schaut euch mal den Druck an. Einmal
da oben, einmal das Logo hier unten. Das ist teilweise schlimmer als der Digitaldruck bei Rocco. Ich weiß nicht, was Rietze macht. Das ging schon besser. Gut, wer Rietze kennt, weiß, dass es schon seit Jahren, ja, zum Digitaldruck übergegangen sind. Das ist ja nichts Neues. Aber dieses Busmodell schlägt dem Fass wieder den Boden aus. Ich versuche hier mal alle schwarzen Flächen, die bedruckt sind, einzufangen. Das ist für einmal hier oben dieser Grill hier. Dann hier diese kleinen Beschriftungen überall. Da das RGTR, das Solaris-Logo, das Alles-Lens-Logo. Hier natürlich elektrisch. Das Einzige, was sauber bedruckt ist, ist die Zielanzeige. Der Rest ist in einem katastrophalen Digitaldruck. Die Schriften sind kaum oder teilweise nur sogar unlesbar. Hier sieht man zum Beispiel bei Solaris, da kann man es nur noch erahnen. Hier unten soll auch noch irgendwas sein, da unten an der Tür. Und dann hier das Urbino 12 Elektrik, das Elektrik kann man nicht kaum noch lesen. Und auch die Farben sind nicht, die überlappen nicht wirklich, ich versuche nochmal näher da ranzukommen. Ja, da sieht man es. Seht ihr das? Kann man sowas den Leuten verkaufen? Ich weiß nicht. Also ich habe das Modell geholt, weil es eben ein Luxemburger Modell ist. Ich bin aber nicht sehr glücklich mit diesem Druck. Es ist eine Katastrophe. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter nach hinten gehen, diese schwarz-grüne Fläche. Ich nehme den Bus mal ein bisschen vor. So, dann sieht man es. Jetzt schaut euch das mal an. Ist das noch schön? Also Rietze, da habt ihr noch sehr stark Nachholbedarf. Ich weiß nicht, ob ihr seht. Doch, es sieht man. Hier sind diese vertikalen Streifen drin von diesem Druck. Das kennt man eigentlich vom Tintenstrahldrucker. Wenn man auf Papier was druckt, dass dann, wenn die Tinte alle ist, dann sieht das so aus. Und auch die Kanten sind alle unsauber. Da sind so Verläufe drin. Hier, das Schwarz ist nicht wirklich schwarz, das ist so verlaufen. Also, ich weiß nicht, Leute. Was denkt ihr davon? Ich weiß, Rietze hat das schon vor ein paar Jahren so angefangen, aber es war noch nie so schlimm. Nicht meines Wissens. Ich habe mehrere oder viele Busse von Rietze. Ich hatte früher eine riesengroße Sammlung. Und es war noch nie so schlimm wie bei diesem Modell. Es ist einfach furchtbar. Ja. Was soll man da noch sagen? Ich nehme mal den Bus rüber, die Front. Ja, da sieht es auch nicht besser aus. Es ist an sich ein schönes Modell, ein schöner Bus. Aber ja, gut, wenn der Bus auf der Anlage steht, das ist ein Argument, das könnte man gelten lassen. Wenn der Bus auf der Anlage steht, irgendwo auf einer Straße, dann fällt das nicht weiter auf. Aber wenn man, wie ich, meine Busse werden eigentlich nicht auf der Anlage stehen, die werden eher in der Vitrine stehen. Wenn ich die Busse dann betrachte, natürlich fällt das dann auf. Das fällt einem Blinden auf. Naja, auch wenn man es anfasst, es ist wie die Fälschungssicherung von Geldscheinen. Man kennt es. Ich habe es ja schon oft genug beschrieben. Und ihr wisst, dass ich kein Freund von diesem Digitaldruck bin. Gut, genug über den Bus geredet. Sagt mir mal eure Meinung dazu. Ansonsten schauen wir uns jetzt mal die neuen Eisenbahnwagen an, die ich habe. Und ja, im Vorwort habe ich Güterwagen erwähnt. Ich habe natürlich auch noch zwei neue Personenwagen von LS Models und das zeige ich euch als nächstes.
Ja, um euch alle Wagen zusammen zeigen zu können, habe ich jetzt die beiden Personenwagen mit dem Güterwagen zusammengehängt. Somit zeige ich euch die dann jetzt hier einen nach dem anderen folgend. Und wie ihr wisst, habe ich ja diesen Intercity Luxemburg-Brüssel mit den I11-Wagen. Und ich habe gesagt, dass ich schon des längeren I10-Wagen suche. Und da muss ich meinem Freund Thomas aus der Schweiz danken, denn er hat in der Schweiz diese belgischen Wagen gefunden, die ich hier in Luxemburg nicht mehr gefunden habe. Nochmal einen riesengroßen Dankeschön dafür, Thomas. Ich werde mich dafür revanchieren, wenn ich in die Schweiz komme. Ja, das sind dann diese beiden i10-Wagen von LS Models. Ein Zweier-Set, zweiter Klasse-Wagen. Ja. Die richtige Nummer blende ich natürlich oben ein. Zu LS Models selbst brauche ich ja nichts mehr zu sagen. Ihr kennt's. Ja, und dann direkt hier hinten dran. Einer von diesen Teleskophandwagen der CFL. Ich habe gleich drei Stück davon gekauft. Xavier hatte die als Gebrauchtware da zum Verkauf stehen und ich habe mir die gleich mal geholt. Ebenso wie diesen zweiachsigen Selbstentladewagen. Somit könnt ihr ja schon erahnen, was am Ende des Videos als Fahraufnahme hinten dran hängt. Es werden zwei Schimmenszüge, ein Schimmenszug, dieser Zug mit den Selbstentladewagen und der IC Luxemburg-Belgien mit den neuen Wagen in diesem Video vorkommen. Ja, Leute, somit habe ich euch dann alles vorgestellt für heute. Die Autos, die Focus, den Mercedes G, den neuen Anhänger für den Ranger, die paar neuen Güterwagen und die beiden i10-Wagen der SNCB für meinen Intercity Luxemburg-Brüssel. Jetzt im Anschluss hänge ich dann Fahraufnahmen dran von den drei Varianten, die ich jetzt machen kann vom Intercity Luxemburg-Brüssel. Einmal 5 i11 und ein i6. Das ist die aktuellste Variante. Davor gab es mal eine Variante, wie jetzt hier steht. Die kommt dann auch in den Fahrvideos. 3 i11, 2 i10, also 3 i11 Wagen, ein i10, ein i6 und wieder ein i10. Das ist eine Kombination, die ich auch schon mal gesehen habe. Und natürlich die Kombination komplett aus 6 i11-Wagen. Ja, dann habe ich die drei Teleskophaubenwagen in einen meiner Schimmenszüge mit eingebunden. Und den lasse ich dann auch nochmal durchfahren. Und ja, das war es dann für heute wieder. Kleines Vorab-Ankündigung. Nächste Woche gibt es was ganz Besonderes. Lasst euch überraschen. Bis dahin, wir sehen uns. Bleibt gesund, macht's gut, passt auf euch auf und tschüss.